mit Blick auf sozusagen Mittagsbrot habe ich mal, ich muss den Typen mal ein bisschen lockerer vielleicht wählen, nicht so nüchtern, sondern so ziehe, dass er die gerade noch befehlt. Die meisten natürlich fangen mit so einer Abkürzung wenig irgendwo an. Haben wir Ihnen unten wurde mal die Auflösung geschrieben, was jetzt eigentlich Zieger bedeutet. Wenn man das Ganze ausschreibt, Sie merken schon, sehr langes Wort, Pflanzenschutz, Informations- und Beratungssystem für das Beratungspersonal im Gartencenter. Und je nachdem, welche Buchstaben Sie sich da rauspicken, haben wir lange rumgedoktert, was war da jetzt daneben, es muss ja die Reihenfolge stimmen und die großen Kleinschreibungen waren schon Probleme bei Zieger, aber besser Sie merken sich Zieger, ob Sie jetzt erst groß oder Kleinschreibung, würde ich mal sagen, ist vielleicht nicht so entscheidend. Es geht also um Pflanzenschutz, es geht um Beratung, Beratungspersonal, Gartencenter. Das heißt, das Erste, was einem da durch den Kopf geht, ist irgendeine Pflanzenschutztheke, die wahrscheinlich da irgendwo steht. Also stellen wir uns eine Pflanzenschutztheke vor. Das ist übrigens die Tochter vom Schreiner. Nicht, dass ihr das für meine so Fachpersonal, also wir haben das Foto mal irgendwann gemacht. Wir brauchen eine Dame, die sich dahinter setzte. Und der Schreiner hat später Feierabend gemacht, weil er seine Tochter abholen musste. Und da haben wir die ganz kurz herbeordert, ob sich mal ganz kurz das vielleicht als Model zur Verfügung stellt, also die Tochter vom Schreiner. Gut, aber es ist nicht so entscheidend, ist vergeben, nicht von mir, aber also, kein Thema. Wenn Sie das so sehen, worum es geht bei Tieren, Sie sehen schon, da ist irgendwie so eine Tier, also muss es irgendwas sein, was wahrscheinlich webbasiert ist. Wenn Sie irgendwie ein System hören, was also über das Internet läuft, muss es irgendwie einen Namen haben. Das kann man natürlich sehr schnell kombinieren, wenn das Zieger heißt, dieses Nahen, dann wird es wahrscheinlich www.zieger.de sein. Mehr muss man sich gar nicht merken. Das Ganze natürlich ist, wie der Name schon vermutet, das ist irgendein Beratungstool. Und die letzte Folie sind die vier Ecken, aber im Prinzip voll mehr Ecken habe ich nicht gefunden. Das Ganze war mal ein Projekt, was sozusagen die Bürger zu mehr gemacht haben, ein BLG-Projekt. Also die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung hat also uns, heißt der Hochschule Landwirtschaft und Friesdorf, für 3 Jahre Geld gegeben, um mir sozusagen dieses FIDA-Projekt irgendwo ans Laufen zu bringen. Das lief eben 2013 bis 2016 und zum Schluss kann ich Ihnen dann verraten, was 2017, sage ich mal, draus geworden ist. Im Wesentlichen würde ich Ihnen jetzt gleich eine ganze Reihe an Screenshots eigentlich zeigen. Also dann kurz als Background, wenn man hört, okay, eine Hochschule, Doktor, aber keine Promotion, also arbeitet 3 Jahre an irgendwas da in der Richtung rum, ist das überhaupt praxisrelevant, was die da machen? Dann haben wir gleich schon zu Beginn gesagt, wir suchen uns gleich schon zu Beginn des Projektes Partner aus dem Bereich Gartencenter. Es waren insgesamt 24 Gartencenter, die mit uns zusammen dieses Projekt mitentwickelt haben, also wo wir schon frühzeitig mit denen in Kontakt treten konnten. Also von der Firma Dena waren allein 15 Filialen dabei, plus 10 andere freie Gartencenter, wenn Sie wollen. Wo wir mit denen zusammen das entwickelt haben, was braucht ihr, wie ist das sinnvoll, nutzbar und eben an der Theke. Und das heißt, das Ganze ist schon sehr praxisnah, sage ich, in den 3 Jahren da entwickelt worden. Wenn Sie also jetzt Zieger.de, also jetzt mal nicht im Moment, die Website wird im Moment noch aktuell etwas umgebaut, das in 3 Wochen ist die wahrscheinlich, so wie sie da jetzt ausschaut, fertig. Wenn Sie also Zieger.de eintippen, ist was mit dieses Login. Das heißt, ohne Login geht gar nichts, also ohne ein Kennwort, was Sie haben, kommen Sie in dieses System auch nicht rein. Und dann sieht man schon, das hört sich sehr nach Geld irgendwie an. Geld ist immer ein schlechtes Thema, habe ich auf der letzten Folie, das müssen Sie nicht gleich sozusagen da abschalten. Das heißt, nehmen wir mal, Sie hätten jetzt das Login und kämen jetzt in dieses System hinein. Und dann will ich Sie kurz sozusagen diese Ziegerwelt vielleicht ganz kurz mit so ein paar wirklich Screenshots da führen, weil nach 4 Stunden, 20 Minuten. Hier muss man auch gar nicht drüber erzählen. Also Sie tippen jetzt hier Login da rein, landen eine Etage tiefer und Sie sehen schon, das sieht eigentlich ziemlich ähnlich aus. Was fällt jetzt auf, im Gegensatz zur normalen Website? Sie haben da oben schon mal so eine Art Bedien-Menüleiste, Brotkuchenleiste, wie Sie es immer nennen wollen, mit mehreren Optionen, wo Sie draufklicken können. Sie sehen hier in der Mitte ein Feld, wo Sie je nach Monat, wenn Sie reingucken, für die ersten Pflanzenschutzhinweise bekommen, was ist in dem Monat, jetzt aus Sicht der Beratung, die Karten sind da vielleicht aktuell und Sie sehen schon, da ist auch so ein Buchfeld. Also ein paar erste Punkte kann man schon, sage ich mal, erkennen. Herzstück von dem Ganzen ist eigentlich so eine Art, wir haben eine Diagnosehilfe. Also muss ich vorstellen, der Kunde kommt zum Gartencenter, hat irgendwas in der Hand, Apfelbaum, also die ganzen Baum, sie haben Blatt davon, irgendwie Gemüsepflanze, also irgendwie Tomatenblatt, Blick, vielleicht irgendwie Nestling, Feuerwanze oder. Das heißt, wir haben in dem System
erstmal das ganze Spektrum an Pflanzengruppen drin, die in der Theke von Bedeutung sind. Also Gemüse, Obst, Tiergehölze, Stauden, das ganze Spektrum, haben wir versucht mit Krankheiten, Schädlingen zu füllen. Im Rahmen von diesem 3-Jahres-Projekt haben wir 400 Krankheiten, Schädlinge da drin, die drin mit 1200 Bildern dann näher dem Kunden oder dem Berater dargelegt werden können. Und die Idee ist jetzt einfach, Sie können das nicht lesen, und ich vermute mal, dass Sie da oben über mehrere Diagnosewege über die Kultur, über das Tumor, über den Schadregel mit verschiedenen Filtern sozusagen die Datenbank mit Informationen füttern, was Sie haben. Also ich habe Tomate am Blatt, irgendwelche Flecken, was bleibt dann übrig? Und dass Ihnen in der Mitte dann sozusagen alle Möglichkeiten aufgezeigt werden, die die Datenbank mit diesen einzelnen Kombinationen kennt. Diese einzelnen Bilder, könnte man wieder so groß, sage ich mal, anschauen, diese durchblättern mit dem Kunden zusammen. Können Sie dann vielleicht entscheiden, jawohl, diese Krankheit, dieses Schadbild habe ich. Und dann würde man diesen diagnostischen Bereich verlassen und so rutschen so eine Art Faktendatenbank, Merkblattseite, wenn Sie so wollen, hinein, wo Sie also zu dieser Krankheit, die Sie über das Bild gewählt haben, und zu diesem Schädling oder Krankheit eben dieses Merkblatt bekommen mit noch mehr Bildern, eben bei Nummer 1, ein typisches, jetzt bekommen Sie noch mehrere Bilder dazu geliefert. Und dann im Prinzip so eine Art Merkblattliste nach einem festen Raster, Biologie, Symptomatik, Aussehen, Vorbeugung, Bekämpfung und. Also ein festes Raster, was man also dann sich auch durchlesen kann. Man könnte, wir sehen da oben ein kleines PDF-Feld, das auch ausdrucken. Also der Kunde kommt und sagt, haben wir nicht irgendwas, ich bin so vergesslich, keine Ahnung, 50 plus Generationen würde nicht. Dann kann man dem irgendwas mitgeben. Man würde also diesen Text als PDF ausdrucken können, wo also der Kunde die Textinformationen bekommt. Das Ganze so gekoppelt, dass dann schon das Logo von dem Gartencenter, was das ausdruckt, könnte man da oben mit reinpacken. Jetzt sind wir so mit dem Gastzugangsmodus drin. Auf der zweiten Seite unten könnten Sie dem Kunden noch handschriftlich Ergänzung geben, also wie oft er Mittel spritzen soll und. Und normalerweise wäre es auch so, dass die Kontaktdaten von Ihrem Gartencenter da schon mit direkt dabei sind. Also Sie müssen nicht noch aufschreiben, mein Name ist Müller und Sie sind die Filiale von denen oder keine Ahnung beschäftigt. Also sozusagen, Sie könnten mit dem Merkblatt auch dem Kunden gleich nach Hause schicken und da kann man zu Hause nochmal Informationen nachlesen, die für ihn relevant sind. In diesem Raster ist auch, neben eben Symptomatik, Biologie, gibt es einen Punkt Vorbeugung und Bekämpfung. Kurzer Text dabei. Und die Bekämpfung rutscht dann in die dritte Ebene hinein. Also erst diese Diagnose-Ebene, dann diese Merkblatt-Ebene und die dritte Ebene ist dann die Bekämpfung Pflanzenschutzmittel-Ebene, wo Sie dann auf den ersten Blick eine sehr komplexe Tabellenstruktur wiederfinden. Ist eigentlich relativ einfach gestrickt, ein bisschen für den Nutzer. Der wählt die Krankheit aus. Ist irgendwo gelandet, echte Mütter, Rose, keine Ahnung. Und diese Bekämpfung ist Pflanzenschutzmittelseite, listet eben monatsaktuell über die BVL-Datenbank, jetzt bezogen bei uns, auch was im Moment im Haus- und Ferndatenbereich aktuell zugelassen ist. Entweder was das BVL zugelassen hat oder reduziert auf die Mittel, die ich in meinem Gartencenter auch habe. Das heißt, es ist nicht so, dass der Verkäufer jetzt 350 Mittel gelistet bekommt und dann überlegen muss, was habe ich denn eigentlich hinter dem Tresen zu stehen, sondern wird gleich geguckt, was hat denn dieses Gartencenter im Bestand und der Kunde würde es dann vom Verkäufer nicht so beraten, ja, wir hätten da ein Mittel, aber das habe ich nicht, sondern er sieht gleich, was habe ich eigentlich, der ganze Rest interessiert mich eigentlich nicht und kann den Kunden dann sehr spezifisch beraten und diese ganzen Tabellen und Filter dienen dazu, mit dem Kunden gemeinsam schneller zum besseren Ergebnis zu kommen. Weil der Kunde sagt vielleicht, ich will ein Mittel, was vielleicht ja direkt fertig ist, irgendwo, ich will nicht groß mischen, da kann ich hier über bestimmte Formulierungen anklicken, also zeigen mir nur die Mittel an, die anderen fertig sind. Spray, AF-Präparat etc. Ohne dass auch gehen Sie mal weg mit Firma A, ich will nur Firma B haben, dann klicken Sie ihn hier oben an, zeigen mir nur Produkte der Firma A, B oder C an und. Also brauche ich nur ein Hilfsmittel, dass Sie mit dem Kunden zusammen schneller zum Ziel kommen, was jetzt für den Kunden das beste Pflanzenschutzmittel in dem Fall wäre. Zusatzpunkt, bisher waren es ja nur Sachen, wo ich als Berater lesen kann. Also ich kann jetzt nicht aktiv da irgendwo mich da reinknicken in das System und wir haben das so gemacht von der Programmierung, dass bei jedem Schaderreger gibt es eine extra Seite bei dem Feld Bekämpfung, wo
jeder dieses Tiger-System nutzt, eigene Informationen reinschreiben kann zu diesem speziellen Schädling. Meinetwegen zum Thema, welche Mittel sind vielleicht besonders voll, gibt es vielleicht irgendwelche Sorten, die zu empfehlen sind, irgendwelche anderen Vorbeugemaßnahmen, die vielleicht effektiv sind. Das könnte man alles in dieses System hier dann aktiv als Nutzer hereinschreiben. Könnte dann auch für sich entscheiden, wer darf das lesen, nur mein Datencenter, also die Berater, die dort arbeiten, oder Grundeinstellung, dass das alle Siegergartencenter dann lesen können. Das heißt, der in Hamburg tippt irgendwas ein und alle anderen X-Siegernutzer könnten dann lesen, naja, was schreibt denn die Hochschule im Schieferprojekt und was schreiben jetzt noch irgendwelche anderen Berater zu Krankheit A, B oder C. Also die Erfahrung, die jeder hat, jeder Einzelne, wurde dort nochmal gebündelt, sozusagen für die ganze Gruppe. Vergleichbare andere Seite sehen wir da Schalträger, mehrere Bilder. Die PDF-Datei haben wir schon gesehen. Dann gibt es so einen kleinen Kasten, immer kleiner irgendwie. Da ist eine Statistik dahinter gesetzt. Und zwar immer, wenn Sie im Gartencenter eine Diagnose getroffen haben, ein Kunde kommt mit Apfelschorf, ein Kunde kommt mit Krautbratwurst oder Tomate, ein Kunde kommt mit, keine Ahnung, echter Meter Ahorn, würde man auf diese Seite gehen und dort jeweils reinschreiben oder anklicken, okay, es war einer da, plus eins. Die Idee dahinter ist, wenn das alle machen, die da mit sind, sage ich mal, ist eine Statistik hinterlegt, Sie können sich also praktisch anklicken lassen, welche Top 15, 20 in den letzten 4, 6, 8 Wochen oder zum festen Wunschtermin, der natürlich gewesen ist, ist bei mir in meinem Garantie oder dem betreffenden Bundesland, der jeweils nach Ländern gekoppelt, denn vorhanden gewesen. Also wir können also rückblickend gucken, was war denn im letzten Jahr im Mai in Baden-Württemberg für die Hauptthemen eines bei der Beratung. Man könnte dann sehen, aha, das war im Top 10, wird in dem Jahr vielleicht ähnlich sein. Ich muss natürlich nicht, aber ich könnte dann sozusagen mein Beratungspersonal schon mal darauf schulen, so die ersten 10 guckt euch schon mal an, die müsst ihr schon mal im Kopf haben. Und ich kann vielleicht aus Marketing-Sicht sagen, okay, dann machen wir irgendwie da am Point of Sale, was das schon heißt, vielleicht irgendwo was hin, wo ich sage, jetzt ist das Thema Buchbaumsterben vielleicht oder Buchbaumzünstler, da habe ich mal irgendwo ein Thema. Und ich glaube, dass nur, wenn jeder auf seinen Klick macht, dann kann er sagen, oh, will ich nicht, will nur da die Ergebnisse rausziehen, weil dann müssen natürlich jeder auch sagen, okay, heute war einer mit einem Apfelschorf, dann mache ich da halt eine plus eins. Es gibt neben klassische Suchmaschinenphilosophie natürlich auch welche Möglichkeiten, diesen einzelnen Seiten zu suchen, wenn man so vielleicht spezielle Begrifflichkeiten in diesen einzelnen Fällen suchen möchte, haben wir auch mit reingepackt, aber das ist nicht der Weg, wie die Diagnose laufen soll, die soll eben über dieses erste gezeigte Diagnose-Raster einfach ablaufen. Es gibt auch eine Falldatenbank, das ist ja so konzipiert, wenn also die Beratung trotz der ganzen Kompetenz nicht weiter weiß, was der Kunde gebracht hat, dann kann das Gartencenter uns, in dem Fall der Hochschule beim Stefan, diese Proben, die der Kunde gebracht hat, mit der Post zuschicken. Dann gucken wir uns die an, diagnostizieren die, soweit wir es irgendwie können, und geben die Informationen an das Gartencenter weiter. Das heißt, es sieht im Prinzip dann so aus, dass Sie hier so einen richtigen Ablauf haben, das alles digital verewigt. Das Gartencenter gibt den Kunden auf mit einer E-Mail-Adresse, mit der kurzen Beschreibung. Wir bekommen das, dann sehen wir dieses Signal, aha, Gartencenter hat die Probe verschickt, ist also unterwegs. Die gucken wir uns an, wir stellen eine Diagnose, das Gartencenter sieht gleich, da geht ein Button hoch, Diagnose vom Laborstar, wir können das Ergebnis mit einer Zusatzinfo vielleicht, oder das Personal mit dem Kunden gesprochen, dann weiterschicken. Also die Hochschule steht außen vor, wir helfen dem Gartencenter nur, also der Kontakt bleibt zwischen Gartencenter und dem betreffenden Kunden und wir treten nur als Vermittler oder als Hilfe, sage ich mal, auf, um den Berater da ein bisschen unter die Arme zu greifen, wenn die da jetzt irgendwo nicht weiter einfach wissen. Wie geht es weiter? 2017 haben wir jetzt, ist das rum. Bei den manchen Projekten ist es ja so, das Ministerium gibt viel Geld, für 1, 2, 3 Jahre, das sind so die berühmten, sagen wir, Schubladenprojekte. Die werden gemacht, veröffentlicht, kommt eine Tagung, Schublade ist fertig, nächstes Projekt. Und diese Schublade wird nie wieder aufgemacht, weil es war gerade so schön, aber irgendwie ist das alles nicht so gewesen, dass man danach noch das irgendwo weiterführen kann. Durch den Wunsch wäre bei vielen da, aber oft ist das einfach nicht so. Siegerskernschubladenprojekt, Projekt war zu Ende, vorher war schon klar, das soll weiter, sage ich mal, leben. Es ist dann eine Genossenschaft gegründet worden, das war wirklich eine
normale Genossenschaft mit dem Namen Sieger Pflanzenschutzberatung EG, wo wir so ein bisschen hin vielleicht wollen. Sie kennen vielleicht diese Pizza-Geschichte, die vielleicht beste Pizza der Stadt. Da haben wir gedacht, da klingt man mal so ein bisschen vielleicht an. Wahrscheinlich kein Copyright drauf, hoffe ich zumindest mal. Also der vielleicht zukünftige Standard im Bereich der Pflanzenschutzberatung im Gartencenter. Mal gucken, wer eher recht hat, die Pizzeria oder wir, wird sich dann zeigen. Und die Frage natürlich am Ende ist, wie kann man das jetzt nutzen? Weil das Projekt ist zu Ende, jetzt ist eine Genossenschaft. Das heißt gleich, da ist wahrscheinlich jemand, der irgendwo Geld haben will. Und am Ende ist es so, wenn es eine Genossenschaft ist, kann man eben Genosse werden. So. Das ist im Prinzip für die ganzen Gartencenter, Galadorf-Firmen, irgendwelche anderen Firmen, die so aktiv da Mitglied werden könnten und könnten dann auch die Hand heben, was die weitere Entwicklung angeht. Sie könnten einen Nutzungsvertrag abschließen mit der Genossenschaft. Ich würde Schulen, also Berufsschulen, Meisterschulen, Technikerschulen, Unis, Fachhochschulen, wie auch immer, also um ihren sozusagen Kunden, sprich Schülern das vielleicht zu zeigen und mit denen das Programm zu besprechen, auch da Krankheiten zu lernen und dann eben diese Klientel sind Beratungsstellen, also in Deutschland vielleicht irgendwelche Gartenberatungsstellen, Landratsämter, Kreisfachberater und öffentliche Stellen oder natürlich auch dann irgendwelche übergeordneten Firmen, die im Pflanzenschutzbereich natürlich auch eine Beratung durchführen. Das Ganze ist entkoppelt mit unterschiedlichen Gebühren und Sätzen. Ich sage mal so als grobe Hausnummer, können wir auch gleich noch gerne im Detail diskutieren, ist eigentlich so konzipiert, dass die einzelnen Stellen, oder sagen wir so, die Schulen zahlen 50 Euro als Jahresgebühr, nach dem Motto, dass die überhaupt irgendwas bezahlen, so fließt in diese Genossenschaft hinein. Und bei den anderen ist es meistens so, ich würde ein bisschen eine Hausnummer, sage ich mal, im Kopf haben, wird gefordert 20 Euro pro Monat, das sind 240 Euro pro Jahr. Das fließt alles in die Genossenschaft rein. Und von dem Geld, was dann drin ist, wird dann in dieser Inhalt weiter, je nachdem, was gewünscht wird, weiter ja, komplett gemacht. Das heißt, die Idee ist jetzt, jetzt haben wir 400 Schadträger drin, 1200 Bilder. Jetzt geht das ganze Ding in die Praxis. Also wir haben praktisch jetzt diese 24 Gartencenter schon sowieso im Boot drin. Die Firma Dena hat von ihren 15 Filialen bis auf 40 oder 60 aufgestockt. Das war langfristig in allen 100 in Deutschland für den Laufen plus Österreich, was nicht viel da sind, vielleicht 10 oder so, bin ich mir sicher. Wollen wir das auch weiter dann aufstocken. Und aufgrund der ganzen Erfahrungen, die in diesen Gartencentern auftauchen, also meinetwegen, da kommen Kunden mit irgendwelchen Tomatenkrankheiten, wo rauskommen, das ist im Tiger nicht drin. So, dann geht das an die Mail und Tiger. Ich bitte Leute, ihr habt doch die Krankheiten, die fehlen noch, bitte dieses System mit aufnehmen. Das heißt, in 2, 3 Jahren sollen alle die Probleme, die noch überall in der Praxis auftauchen, mehr oder weniger regelmäßig, auch mit reingepackt werden, dass man dann nach 2, 3 Jahren vielleicht sagen könnte, okay, jetzt sind wir eigentlich komplett, wir decken eigentlich über 4/5 der Beratungsfälle der klassischen mit Zieger, sag ich mal, irgendwo ab. Also wirklich Zielgedanke Genossenschaft, nicht jetzt irgendwie GmbH im Sinne von wirtschaftliches Streben etc., wirklich der Gedanke Genossenschaft, dass alles Geld, was mit reinfließt, gleich wieder in irgendwelche Inhalte umgesetzt wird nach den Wünschen eben der Genossen. In dem Sinne, vielen Dank, wenn noch Fragen sind, sehr gerne.